Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Alvip Bestwin. Wir beginnen heute mit dem Content von Patch 3.5, der den Titel trägt The Far Edge of Fate. Patch 3.5 wird in der Story den Übergang zum zweiten Add-on Stormblood bilden. Macht euch also wieder auf ein großes Finale gefasst. Und außerdem gibt es natürlich wieder zwei neue Instanzen. Und den Abschluss der Storylines um das St. Enderlim Colloquium, die Hildibrand-Questreihe von Heavensward wird natürlich zum Abschluss gebracht. Die Storyline um die Kriegstirade geht zu Ende und der letzte 24-Mann-Raid und damit das Abschluss der Luftpiraten-Storyline gibt es auch noch. Also eine ganze Menge in diesem einen Patch, der uns vielleicht, denke ich, wieder so ein bis zwei Monate, wahrscheinlich eher zwei Monate beschäftigen wird. Ja, fangen wir an. Die Main Story wird auch wieder wie damals bei Realm Reborn in zwei Teile erzählt. Den ersten machen wir jetzt und den zweiten Teil dann am Ende, wenn die ganzen optionalen Dinge erledigt sind. Gut, sprechen wir mit Tataru. Hallo Alvip, meine liebste Heldin, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Kannst du dich mit mir in der Diamantschmiede treffen? Du weißt schon, in Rowenas Haus der Wunder. Ich möchte dir etwas zeigen und es dauert auch bestimmt nicht lange. Okay, dann gehen wir gerade mal zu Rowenas Haus der Wunder. Allein, dass wir hier wieder in Mordona sind, merkt man schon, dass Heavensward Geschichte ist. Verzeih, dass ich dich von deinen wichtigen Aufgaben abhalte. Aber wie gesagt, es dauert nicht lange. Du musst nur einen Moment lang ganz stillhalten. Was hast du vor? So Leute, bereit, an die Arbeit! Ja, so ist es gut. Schön stillhalten. Dir passiert schon nichts. Tataru? So, das war's schon. Wir haben dich von Scheitel bis zur Sohle vermessen und alles haargenau dokumentiert. Hihi, das wüsstest du wohl gerne. Lass dich überraschen. Ah, Alvip, Tataru, was treibt ihr denn da? Alfino möchte, dass wir uns im Saal der Morgenröte treffen. Ich weiß nicht genau, worum es geht, aber es ist bestimmt wichtig. Nur zu. Lass die anderen nicht warten. Wir sind hier fertig.
da sind wir. Haben wir euch lange warten lassen? Überhaupt nicht. Wer hätte schon gedacht, dass der Bund der Morgenröte sich je wieder hier versammeln würde? Also, warum hast du uns hierher gerufen? Bestimmt nicht nur, um das Wiedersehen zu feiern. Da hast du recht. Die Krieger der Dunkelheit sind zwar fort, aber damit sind Eorzeas Probleme noch lange nicht gelöst. Der Bund hat alle Hände voll zu tun. Umso wichtiger ist es, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie es nun weitergeht. Die dringendste Frage ist natürlich, wer soll Minfilias Platz einnehmen? Bruder, wer von nun an den Bund der Morgenröte anführen sollte, ist wohl keine Frage. Auch wenn sich jeder von uns mit Herz und Seele dem Wohl Eorzeas verschrieben hat, gibt es nur einen, der immer wieder die Initiative ergriffen und Führungskraft bewiesen hat. Dich, mein Bruder. Einen Augenblick mal. Hast du vergessen, wie ich als Anführer der Kristallstreiter versagt habe? Mit meiner Truppe habe ich den Feinden Eorzeas bestens in die Hände gespielt. Vielen Dank, aber ich glaube, ich diene dem Bund besser als einfaches Mitglied. Brauchen wir denn überhaupt einen Anführer? Anstatt einem von uns gegen seinen Willen diese Bürde aufzuerlegen, sollten wir vielleicht besser auf einen Anführer verzichten. Tja, eigentlich hast du bisher am meisten Schweiß und Blut für unsere Sache gelassen. Aber es wäre unverschämt, dir noch mehr Verantwortung aufzuhalsen. Genau, ich kann mich ja schlecht selbst auf meine eigenen Quests schicken. Als Anführerin hätte sie kaum noch Zeit für eigene Missionen. Nein, ich denke auch, dass wir für eine Weile ohne Anführer auskommen. Hua, wer bist denn du? Und was ist nur mit dir passiert? Tataru, was ist dir los? Sie ist auf einmal hier hereingepoltert und seht doch, sie ist schwer verletzt. Nago, was um alles in den 12 Himmeln ist mit dir geschehen? Yshtola, hilf ihr, sie gehört zu mir. Krile, schnell, deinen besten Heilzauber. Sie wird überleben. Die Blutungen sind gestoppt. Aber sie wurde wirklich übel zugerichtet. Ich wundere mich, dass sie es überhaupt bis hierher geschafft hat. Bei der Szene haben sich übrigens einige Spieler, die Heiler spielen, beschwert, dass ihr der eigene Charakter nicht mitheilen durfte. Das haben sie dann in Stormblood bei einer ähnlichen Szene gelöst. Ich werde dann, wenn wir das mal sind, sagen, welche Szene es ist. Dass wenn man als Heiler diese Szene spielt, ist man selber auch dabei und heilt mit. Danke, ihr habt mich gerettet. Ich habe eine wichtige Nachricht, die nicht warten kann. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Deshalb musste ich eine gut bewachte Straße nehmen. Die galeischen Speer hätten mich fast erledigt. Jetzt bist du hier, in Sicherheit. Sag, welche Nachricht ist es wert, dass du dein Leben riskierst? Ich heiße Imnago. Ich habe eine Nachricht an den Bund der Morgenröte. Von der Befreiungsarmee von Alamigo, der ich angehöre. Wir haben von den neuesten Plänen des Greifen und seinen Eisenmasken erfahren. Diesmal wird es ernst. Der Greif und seine Eisenmasken machen angeblich ganz schön Krawall in letzter Zeit. Sie werden nicht müde, die Migiten an ihren Hass auf das galeische Kaiserreich zu erinnern. Sie planen, den Belsa-Wall von megischer Seite aus anzugreifen und zu besetzen. Da haben Sie keine Chance. Der Wall ist eine gigantische Festungsanlage, die Gaius van Belsa entlang der Grenze zwischen Credania und Alamigo errichten ließ. Das Bollwerk gilt als uneinnehmbar. Was wollen Sie damit bloß bezwecken? Sie wollen den Krieg in die Nachbarstaaten tragen, die Eorzeische Allianz in den Konflikt ziehen. Das würde ihrer Sache natürlich nutzen. Aber zu welchem Preis? Wenn der Funke des Krieges einmal überspringt, besteht Gefahr, dass ganz Eorzea mit einem Flächenbrand überzogen wird. Auch wenn sie den Wall einnehmen, können sie ihn nicht lange halten. Sobald die galeischen Reservearmeen anrollen, ist Schluss mit dem Aufstand.
Was auch immer die Eisenmasken bezwecken, wir dürfen nicht tatenlos dabei zusehen. Wir müssen die anderen Staaten über die Situation informieren. Du hast recht. Ich werde nach Limsa Luminsa gehen und Admiral Melvib in Kenntnis setzen. Tancred, du informierst Rauban. Alfino und Alizé, ihr geht nach Cridania. Die Stadt liegt im Wall am nächsten. Dort sollten sich Vertreter aller Mitglieder der Allianz versammeln und das gemeinsame Vorgehen planen. Kümmere du dich um Ishgard. Überbringe Emmerich die Nachrichten und überzeuge ihn davon, persönlich an der Besprechung in Cridania teilzunehmen. Tataru und Krile, würdet ihr euch bitte um Nago kümmern? Es wird noch eine Weile dauern, bis sie wieder vollkommen genesen ist. Dann wäre alles klar. Auf geht's! Mit den düsteren Nachrichten, die uns an diesem schicksalhaften Tag aus Gyrabania erreichten, sollte das Ende seinen Anfang nehmen. Jeder Kampf fordert ein Opfer. Jeder Sieg hat seinen Preis. Diese Worte gab uns einst Louisois mit auf den Weg. Er, der uns lehrte, niemals die Kosten eines Sieges zu scheuen, beherzigte diese Weisheit bis zum letzten Augenblick. Ich habe meinen Entschluss bereits vor langer Zeit gefasst. Und ich bin nun bereit, meinen Preis zu zahlen. Finde du deinen eigenen Weg. Okay, dann gerade mal nach Ishgard geportet. Nein, ich will nach Fundamente und nicht wieder nach Frohehalde. So. Wieso laufe ich eigentlich? Ich hätte ja auch hier bis zum Etheriten porten können. Na egal. Ich glaube eh, dass ich an der Stelle... Ich bin am überlegen, ob ich eine lange oder zwei kurze Folgen mache. Aber weil ich jetzt nicht genau weiß, wie viel bis zur Instanz kommt in dem Ding. Aber ich glaube, ich mache es eher in zwei kürzeren Folgen. Sei gegrüßt, Kriegerin des Lichts. Was führt dich nach Ishgard? Ein Sturm braut sich also in Alamigo zusammen. Bitte warte hier, während ich Großmeister Emmerich hole. Wie schön, dich zu sehen, meine Freundin. Gerne würde ich dich zu einem gemütlichen Essen einladen, aber Lucia hat mir erzählt, wie dringend dein Anliegen ist. Ishgard wird selbstverständlich einen Gesandten nach Cridania schicken. Allerdings kann ich dir leider nicht versprechen, dass ich das sein werde, so sehr ich es mir auch wünsche. Ich bin nicht mehr der Stellvertreter des Papstes und kann deshalb nicht eigenhändig entscheiden, wer Ishgard vertreten soll. Selbst als Vorsitzender des Oberhauses bin ich verpflichtet, in dringenden Angelegenheiten eine Vollversammlung beider Häuser einzuberufen. Soweit werde ich nicht gehen, doch zumindest muss ich mich mit dem Vorsitzenden des Unterhauses abstimmen. Würdest du so lange auf meine endgültige Antwort warten? Ich danke dir. Lucia, wer auch immer zum offiziellen Gesandten ernannt wird, er wird Geleitschutz benötigen. Triff Vorbereitungen für die Reise nach Cridania und befehle Horn de Loup, dich während deiner Abwesenheit zu vertreten. Zu Befehl, Großmeister. Also gut, ich gehe gleich zum Vorsitzenden des Unterhauses. Erwib, begleite Lucia bitte zum Tor des Urteils und warte dort. Sobald die Auswahl getroffen wurde, werde ich Ishgard Gesandten
zu euch schicken. Jetzt aber wieder lang heute. Doch, ich mach das jetzt noch. Ich bin abmarschbereit. Du auch? Dann fehlt nur noch der offizielle Gesandte Ishgards. Lass uns am Tor des Urteils auf ihn warten. Achso, ich muss direkt ins zentrale Hochland. Ich habe eine gute Nachricht. Die Besprechung mit dem Vorsitzenden des Unterhauses hat ergeben, dass ich Ishgard vertreten darf. Als Großmeister der Templiter liegt es ohnehin an mir, letztendlich über die militärische Operation zu entscheiden. Da liegt es nahe, mir ein Bild vor Ort zu machen. Vielleicht wunderst du dich, warum ich das nicht schneller entscheiden konnte. Die neu eingeführten Abstimmungsprozesse sind manchmal mühsam, aber notwendig, um die Teilhabe des Volkes an der Macht zu garantieren. So genug der Politik. Auf geht es nach Gdania. Können wir unterwegs in Camp Drachenkopf Halt machen? Ich möchte sicherstellen, dass die Verteidigung unserer Grenzen gut organisiert ist. Der neu ernannte Kommandant von Camp Drachenkopf wartet drin. Komm, Erblib, begrüßen wir ihn. Er dürfte dir bekannt sein. Erblib, wie schön dich zu sehen. Großmeister Emmerich, wie komme ich zu der unerwarteten Ehre eures Besuchs? Werte Herrschaften, euch ist bestimmt schrecklich kalt. Ich bringe euch umgehend heiße Getränke. Macht dir keine Umstände, lieber Honoror. Wir müssen gleich weiter. Lucia, ein kurzer Bericht. Zu Befehl, Großmeister. Ja, da braut sich ganz schön was zusammen. Wir werden unsere Patrouillen verstärken und die Warnung an Francel und das Observatorium weiterleiten. Ich lege die Verteidigung unserer Heimat vertrauensvoll in eure Hände. Nun denn, wünscht uns Glück in Gdania. Bist du überrascht, mich als Kommandant von Camp Drachenkopf zu sehen? Ja, durchaus. Glaub mir, ich kann es selbst noch gar nicht richtig fassen. Ich halte mich nicht für würdig, seinen Platz einzunehmen. Aber wir alle müssen unsere Pflichten erfüllen, so gut es eben geht. Mit ein wenig Hilfe von Honoror und den erfahrenen Veteranen wird es schon irgendwie gut gehen. Mach dir keine Sorgen um uns. Viel Erfolg in Gdania. Okay, dann mache ich hier aber Schluss für heute.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal direkt in Gildania. Bis dahin, macht's gut!